Hallihalloa Löhle. Ich habe mich heute noch gar nicht reingemeldet, aber irgendwie bei uns heute ein bisschen der Wurm drin. Aber hat man ja manchmal. Ja, wir sind jetzt am Mittag, machen alle Mann. Wir machen so Resteverwertung ein bisschen. Ich habe jetzt hier gerade Gyros angebraten, oder braten gerade an, den wir hatten. Dafür gibt es so ein bisschen Reste Salat und Pizza. Kartoffeln haben wir im Ofen geschmissen als Kartoffelspalten. Jetzt mit Paprika, Zwiebel, Pulver und Trüffelsalz gewürzt und dazu hat die Mama einen leckeren Salat gemacht, der ist für sie. Habe ich noch Dressing? Ja, steht schon auf dem Tisch. Super. Ein bisschen was dauert es eh, noch eine halbe Stunde. Bis die Kartoffeln gut sind. Dauert noch ein bisschen, Schatz. Ich gehe noch ein bisschen raus. Kommst du mit? Nein. Gut, dann gehe ich alleine raus. Ja. Morgen machen wir einen Tagesausflug nach Tihani. Da bin ich schon gespannt. Meine Eltern sind ja noch ein paar Tage da. Ich bin gerade mit meinem Finger aufgeratscht, das war richtig geil. Ich habe mir eine Foot stecken, den Finger. Vor allem mal so einen Pfannen drin, ne? Ja, jetzt gehe ich noch ein bisschen raus, wir genießen noch ein bisschen die Sonne. Aber heute wird nicht viel passieren, heute wird ein eher kurzer Vlog, ihr Lieben. Kann ich euch nicht viel zeigen und erzählen. Aber morgen dafür umso mehr. Ja, ich komme mit. Hast du wieder dein Mikrofon, dein Terrorfon? Ich zeige euch mal, wie schön das draußen ist. Kommen wir gern raus, Uschi. Geh mal raus. Ah, allerliebstes Wetter. Etty? Shane. Genau, und dann lassen wir uns das ein bisschen gut gehen heute. Und entspannen. Morgen dann wieder viel los. Haben wir schon ein bisschen geschraubt und genagelt. Die werden nämlich hier. Den Akkuschrauber hier rausgeholt. Ne? Ist das deiner? Ja. Zeig mal, wie das geht. Wo ist denn der Aufsatz dafür? Da. Nee, das ist der falsche. Guck mal hier. Hier oben habe ich den hier. Das hier. Genau. Mach den mal andersrum. Andersrum. Wie denn? Ja, so rum. Genau. Die hat ein Bellecho. Maya? Ja. Wo ist es? Maya? Zack, zerab. Halt mal gut fest. Zack, zerab. Gib her. Nicht drehen jetzt bitte. Zack, wenn und dann öffnen die Schraube. Mach die mal raus. Ich glaube, das ist ein bisschen als der Papa. Gut, halt fest. Jetzt ist er ganz drin. Ja, hol sie raus wieder. Drück. Super. Das Mikrofon hier ist grauens. Hallo, 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 hallo. Ja, hab schon ein paar Mal verflucht, das Ding geholt zu haben. Livia Lagata. So, jetzt warten wir aufs Essen und dann mal gucken, werde ich mich noch melden, was heute noch passiert. Das Späßchen, was, worin ist das eingewickelt? Die Socke war für ihn zu spielen, ich hab einfach die Flasche drum gemacht. Ja, das Spaß, der Auto-Ochsenfrosch. So, jetzt haben wir gegessen, der Bauch ist voll. Jetzt machen wir das, was wir am besten können. Wir legen uns ein bisschen hin und chillen unser Leben. Einfach in die Sonne legen und ja, ausruhen. Oh, Humi, warst du da? Du bist ein Otto. Ja, und dann werden wir heute auch nicht mehr viel machen. Morgen fahren wir nach Tihani, haben wir schon gesagt. Einfach nämlich. Und ja, jetzt genießen wir ein bisschen das gute Wetter. Ja, jetzt gibt es gleich Kaffee und Kuchen. Mit Kalle hat gibt es da nämlich einen Marmorkuchen gebacken. Und ja, müde irgendwie. Ich bin ja schon seit 4:30 wach heute. So langsam merke ich die Uhrzeit. Ja. Aggressive Mücken haben wir seit ein paar Tagen. Mir hat schon wieder einen im Hintern gepiekst. Nicht schön. Aber gut, gehe ich heute halt ein bisschen eher ins Bett. Ist ja kein Problem. Schlüssel weg, damit werde ich suchen.
Wohnwagen ist auch schon zu. Haben wir schon 4:30 gleich. Also lang, aber sicher geht der Tag dem Ende zu. Genau, jetzt trinken wir einen Kaffee, wie gesagt, kochen und gleich schön noch ein bisschen Kuchen essen. Und dann war es das für heute. Ja, aber ich melde mich später noch rein. Morgen geht es nämlich nach Tihani und wir wollen nochmal in Ponyard vorbei. Auf dem Rückweg mit der Fähre übersetzen. Dann nehme ich euch mit, zeige euch ein bisschen was. Und ja, einen schönen Tag verbringen. Morgen soll es mal schön werden, so wie heute. Sonnenschein, die hat die richtig Kraft, die Sonne, die ist richtig toll. Und ja, wir sind noch schon in den letzten Zügen jetzt zu planen mit dem Van. Ich hoffe, dass Umwandler und das Ladegerät kommt noch rechtzeitig an. Ich hatte euch ja von Leadtime das mal vorgestellt. Hier steht sie noch. Die wartet sehnlichst drauf, eingebaut zu werden mit allen Komponenten. Und ja, ich verlinke euch das mal jetzt dauerhaft die nächsten Wochen in der Infobox. Und wenn ihr Fragen habt, kommt einfach so auf mich. Kann ich euch, was ich euch beantworten kann, werde ich euch beantworten. Ansonsten stöbert einfach mal ein bisschen im Shop. Guckt euch an. Genau. So, jetzt gehe ich aber noch ein bisschen raus, ein bisschen das schöne Wetter genießen. Immer flott. Möchtest du noch mehr? Warum nicht? Wenn das so schnell geht, dann zählt das doch nicht, Werner. Nein. Wo spielen wir das hier, oder? Ja. Bist du dir sicher, dass du Siedler spielen möchtest? Ich versuche es mal. Sagen wir mal so. Was haben wir denn was 32 im Aufspielen? Nein, das spielen wir nicht. Johann Dödel war ein kleines Affenchen. Bleiben wir noch. Was machst du damit? Ja. Hallo, Feierabend. Happy? Das ist jetzt ein paar Vitamine. Ist deine. Die weiche. Auch eine Banane geschnibbelt haben? Ne, das kriege ich noch hin, die zu essen. Wir machen jetzt hier die Verobstung noch und dann geht's gleich wacker ins Bett. Ich bin nämlich heute irgendwie ein bisschen groggy und ja. Mal auf, ne? Nö, ich bin fit. Ja. Ich habe ja noch mal geschlafen heute, sonst bin ich verkehrte Welt heute. Ja. Ich bleib ja nicht so lange liegen, aber ist ja egal. Also das heißt, lange war ja auch nicht lange, war jetzt 9 Uhr oder so oder 8:30 war jetzt nicht so 12 Uhr. Aber jeden Tag eine Stunde länger. Naja. Ja, jedenfalls essen wir jetzt so eine Vitaminklatsche und dann gehen wir gleich schlafen. Hoffentlich ohne Schnarchen. Ansonsten muss ich mir im Liegestuhl noch reinholen. Ich schnarch seit einigen Tagen. Arg. Ich kann bei den Eltern anklopfen heute noch. Ich hab aber gesagt, komm einfach rüber. Ich mach das nicht, dann liege ich da mit ihm. Guck Fernsehen, der wird mich nicht wegschicken, aber na, ich glaube, geil wäre was anderes. Papa? Papa? Ja, naja, egal. So, morgen geht's ab zum Balaton. Morgen fahren wir mit der Fähre. Und dann nehme ich euch mit. Bin ich mal gespannt. Wird bestimmt ein lustiger Tag. Hier ist manchmal Vakuum, ne? Also irgendwie so. Dann läuft das nicht mehr weiter, hebst du einmal an. Mhm. Dann läuft das nach. Wir nehmen die bald eine Gallone mit, haben wir gesagt, ne? Morgen mal wieder extra montags dahin fahren. Ja, ich auch. Heute haben wir die türkische Gasflasche schon angeschlossen. Hat den Schlauch. Mein Vater hat sich auch überzeugt, ob das auch wirklich eine CE-Nummer hatte, zugelassen ist. Hat er gehabt? Ja, ja, klar, wusste ich, habe ich ja drauf geachtet. Ja, das Kabel, das er mir verkauft hat, hatte ich ja damals schon drauf geachtet, dass er auch extra so ein Schlauch ist für Gas und nicht nur ein Gartenschlauch oder so. Kompost, egal. Naja, irgendwas ist das auch schon mal erledigt. 4 Kilo haben wir ja noch. Genau, kriegen die anderen Würmer, die Müllabfuhrwürmer. Ihr Lieben, habt einen wundervollen Abend. Wir sehen uns morgen, alter Frischer. Tschüss.